So Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Jetzt sehen wir endlich mal, was in diesem Serverraum versteckt ist, wo der alte Bettkäfer für uns reinkrabbeln darf. Würde ich mal sagen, ziehen wir uns das rein, mal gucken, was da abgeht. Junge, das ist echt mal krasse Hardware. Jo. Da, Echt geh da krass. hin. Shit. Beweg dich nicht. Warte, das ist nicht genug. Geh zurück. Okay. Pepper, was soll der Scheiß? Das ist nicht so, wie es aussieht. Wonach sieht's denn aus? Weil für mich sieht das nach einem übelst krass verfickten Verrat aus. Andy, kommst du überhaupt hier rein? Warte mal. Ich liebe dich, Mann, das weißt du. Oh. Wer hat dich gekauft, Queen? Nein, nein, warte Lüg mal. Mich nicht an. Lüg mir bloß nicht ins Gesicht. Das dafür, dass ich dich reingeholt habe. Komm, Chris, wir sind Familie. Du weißt, ich war's nicht. Er hat mich gezwungen. Fick doch mal. Er ist ganz nah. Bleib nicht da runter, Chris. Nicht da runter. Geht da runter. Findet den Pisser. Okay. Das schreit doch mal nach Action. Oh nein. Bad Bug. Was ist denn passiert? War doch alles richtig. Leute, wo ist er? Wir haben gesehen, wo er Und hin ist. Ray? Hat er seinen Cousin getötet? Bin ich etwa schuld? Ich hab nicht viel bekommen. Parkour-Style. Flüchtet. Vorne ist sogar noch so ein Penne. Wo ist denn der Victor? Ja, im vierten Grades oder sowas. Ja, schleicht da rum. Alter, schon wieder ein Telefon, das gibt's nicht. So. Das ist. Das könnt ihr uns reinlegen. Richtig scheiße. So. Wartet mal kurz, Leute. Ich leg mal schnell den Hörer daneben. So, da sind wir wieder. Mal schnell das Telefon hat abgewürgt. Das zerstört mir nur die ganze Aufnahme. So, dann würde ich sagen, sollen wir weiter zu ihm kommen. Oh mein Gott. Das Auto macht den Riss. Ich würde sagen, machen wir auch den Riss. Er lässt uns die Mädchen aussehen. Sucht ihn! Nein, 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 du siehst mich nicht. Du verrätst mich nicht an deine Kumpel. Sorry. Ah! Mann, ist doch ein schlechtes Auto. Ich meine, wenn man schon als Fluchtauto nimmt, braucht man auch keine Ansprüche stellen. Ne? So. Wir müssen den Hurensohn finden. Ihr findet mich nicht, ihr findet mich nicht. Ich bin zu klug für euch. Außerdem habe ich eine Karte, auf dem ihr markiert seid. Zweifel ist hier, bestimmt. Ich weggeschlichen. Sieht ihn jemand? Die wollen mich doch verarschen. Die Karte, die am Dorf hängt. Scheiße, wir sind erledigt. So, das wird es. Sag mir, du hast was. Es war nur ein partieller Download, aber ich habe etwas. Sieht aus, als wäre der Computer voller Material über... einfach jeden. Tja. Hör dir mal die Ordnernamen an. Polizeichef Sextape, Blooms CEO-Bestechung, CTOS-Verstöße. Irak sitzt auf der gefährlichsten Waffe der Stadt. Klar, dass die Cops Abstand halten. Er hatte wohl ein Gespräch mit dem Polizeichef. Kannst du sehen, was in den Ordnern ist? Ja. Noch nicht. Ich versuch's. Gibt es einen Ordner zu Merlo? Merlo. Ja, das ist er. Gut. Ich bin bald da. Ja, armer Bug. Können wir nichts tun. Er hat sich die Scheiße gebracht. So.
lauter Anrufe hier. Hey, geht das Ding noch? Bedbug, du lebst. Du musst da sofort raus. Ich bin draußen. Ich dachte nur, ich könnte dir mit den Antworten helfen. Du weißt, wegen deiner Familie. Dieses Video, das wir gesehen haben. Iraq hat mich danach gefragt. Wollte wissen, was ich weiß. Rose Washington. Rose Washington? Ich weiß nicht, wer sie ist, aber sie ist in dem Video. Iraq sagt, sie ist tot. Okay, danke. Das könnte helfen. Ja. Wo fahre ich denn eigentlich hier die ganze Zeit hin? Du und ich. Sind wir quitt? Wir sind quitt. Gut gemacht, Bedbug. Jetzt fahre ich die ganze Zeit nur dumm in der Gegend rum. Ja, ich brauche mal irgendeinen Anhaltspunkt, Ziel, was auch immer. Da haben wir was. Da ist doch glatt was aufgetaucht. Die Frage, wo? Wieder in unserer Basis, würde ich sagen, schnell reisen, ne? Dann sind wir auch schneller da und sparen wir Zeit. Okay. Jetzt gib mir was Gutes. Iraq hat eine Menge Schmutz gesammelt. Sein Computer ist voll davon. Von Politikern bis hin zu CTOS-Managern. Das Merlot ist auch dabei. Ich wusste es. Ich hab's dir doch gesagt. Es ist verschlüsselt. Ich habe keinen Zugang, aber dieses Video aus dem Merlot? Der Name der Frau ist Rose Washington. Rose Washington? Ich kenne den Namen. War sie nicht beim CTOS? Aiden. Das ist die Goldader. Ich habe deine IP verfolgt. Jetzt gib mir meine Schwester. Aber es fängt gerade erst an. Für irgendjemanden ist das Video wichtig. Wichtig genug, um mich anzugreifen und auch deine Nichte. Vorsicht, oh Damien. Na komm, ich weiß, dass du das genau wie ich zum Ende bringen willst. Das war nicht der Deal. Oh, aber doch. Du sagst, es ist verschlüsselt? Dann bist du noch nicht fertig. Nein, das wirst du nicht tun. Ich kann tun, was ich will. Hey, ich bin's. Nikki, wie geht's dir? Ich bin müde. Sie kümmern sich um mich, aber komm und hol mich, bitte. Okay, da sind noch andere bei dir. Ja, das ist gut. Sei auf alles gefasst. Ich werde bald kommen. Ich muss Jack sehen. Wie geht es ihm? Er ist ein tapferer Junge. Sehr tapfer. Er kommt nach seiner Mutter. Aber er ist genauso stur wie sein Onkel. Ja, das ist er wohl. Er akzeptiert nicht einfach ein Nein. Zeit um. Ta-ta. Das muss er ein bisschen anders der betonen. Damit hätte ich bei Damien rechnen müssen. Er kriegt den Hals nicht voll. Er will immer noch mehr. Okay. Eins nach dem anderen. Ich brauche den Rest von Iraqs Material. Dann habe ich den Hebel. Und dann kümmere ich mich um Damien. Treten Sie den Bunker. Das werden wir tun. So. Erreichen Sie das Ziel. Da unten. Hey. Aus dem Weg. Alles in Ordnung? Hab nicht viel bekommen. Der Upload wurde unterbrochen. Mist. Ich wusste es. Okay, dann muss ich wohl selbst da rein. Bist du verrückt? Selbst wenn du da reinkommst, hilft es uns nicht. Es ist verschlüsselt. Was erwartest du von mir? Damien hat Nikki. Soll ich ihm sagen, behalt sie ruhig? Natürlich nicht. Das habe ich nicht gesagt. Aber er spielt mit dir. Ja, ich werde es ihm nicht geben, bevor ich nicht weiß, was es ist. Man kann Damien nicht trauen. Das weiß ich. Also gut. Lass uns eins nach dem anderen angehen. Okay. Wenn ich die Infos beschaffe, kannst du sie entschlüsseln? Nein, das ist zu hoch für mich. Und wer dann? Ich will nur nicht zeigen, dass Zero Washington ist. Wahrscheinlich. Diesen Verrückten. Bestimmt ist Zero Washington. Okay, das wäre ein Anfang. Okay, aber wir müssen diskret sein. Ich weiß, wie man diskret ist. Sorry. Okay. Okay. Wow. Wow. Raymond Kenny. Das ist unser Mann.
Na dann, auf zu Raymond. Er war ein Software-Ingenieur und am Start von CTOS beteiligt. Von ihm ist die Verschlüsselung. Der Autor hat bestimmt eine Backdoor. Wer kann's entschlüsseln? Kenny ist verdammt gut. Dieser Raum ist bestimmt von ihm. Er ist genial. Nein, er ist eine Legende. Und Legenden sind nicht einfach zu finden? Er ist untergetaucht. Über ein Jahr hat man nichts von ihm gehört. Oh, irgendwo muss er ja sein. Ja, das sehe ich genauso. Ich hoffe schon, dass wir ihn schnell genug finden. Jeder hat seine Online-Geschichte. Da fangen wir an. Wir suchen seinen letzten Aufenthaltsort und sehen weiter. Er ist seit einem Jahr weg. Da gibt es noch eine Spur. Da. Er hat seine Spuren sehr gut verwischt, aber er ist mehrmals durch einen Standort gebounced. Wir verfolgen es zurück und finden den Ort? Theoretisch, ja. Du musst den Ort erreichen und mich mit dem Computer verbinden. Dann starte ich die Suche aus dem Bunker. Und wir haben Kenny. Ach Mann, wenn das nur so einfach wäre. Na dann würde ich sagen, gib mir mal Stoff, ne? Tageslicht. Ich verbrenne. Ja. Ja, das Auto ist wieder da und ist sogar ganz. Jetzt hoffe ich nur, dass es zu weit weg ist. Naja. Könnte kürzer sein. Könnte aber auch weiter sein. Wenn wir Kenny aufspüren, musst du vorsichtig sein. Er ist ein sehr gefährlicher Mann. Gefährlich, ja. Und seine Geschichte? Er ist ein Bloom-Whistleblower. Oder ein Cyberterrorist. Je nachdem, wen man fragt. Er übermittelte seine Nachricht mit einem Stromausfall im Staat New York. Ich erinnere mich. 2003. Nicht nur New York, das war fast der ganze Nordosten. Es kam auch ein paar ums Leben. Er tötete 11 Menschen. Sie nannten es einen Softwarefehler. Ja. Und was war seine Nachricht? Kenny versuchte, alle zu warnen. Er traute niemandem bei Bloom intern. Aber ich glaube nicht, dass er mit Toten rechnete. Jetzt versteckt er sich. Und wir sind dabei, ihn zu finden. Dein Zielort ist der Endpunkt von Raymonds letztem Signal. Und Hacker verstecken ihre Standorte, indem sie ihre Pakete durch Botnets routen. Ja, ist ein guter Trick, habe ich schon mal gemacht. Wahrscheinlich leitet er sein Signal um den halben Globus. Wenn das Signal in China oder sonst wo in der Welt endet, haben wir ein Problem. Nein, er ist hier. Egal, ob er untergetaucht ist. Kenny hat für Bloom gearbeitet. Und irgendetwas sagt mir, dass er in der Nähe bleiben wird. Vielleicht. Aber wenn er sich in Chicago aufhält, warum war es so ruhig um ihn? Er ist nicht der Typ, der abwartet und Tee trinkt. Vielleicht er schon. Hat Menschen auf dem Gewissen. Er ist jetzt alt. Ist sicher ein Kopfgeld auf trinkt ein bisschen ausgesetzt. Tee. Ein guter Grund unterzutauchen. Tuckt einen Keks rein. Hat auch Stil. So. Wir kommen immer näher, immer näher. Wenn ich so in die Kurve heiz, fällt mir auf, ich muss noch tanken. Das könnte ein Problem geben. Ich empfange eine Menge Gerede über Raymond Kenny. Das ist seltsam. Ich dachte, der wäre ein Jahr nicht aufgetaucht. Wir haben wohl jemanden alarmiert, als ich Raymonds Signal entdeckte. Ja. Na, dann werden wir also erwartet. Okay? Klasse. Von irgendjemandem werden wir erwartet. Da, der. Amateurchemiker. Was will denn der? Die alte Sau. Ein Techniker, schätze ich. Ich glaube, die wollen was von den Computern. So ein lahmer Auftrag. Sehe, die sitzen bei der Bezahlung rum. Mein Preis denke ich nicht. Was für eine Müllkippe. Na? Hier war doch seit Monaten niemand. Ja. Das
hat er sich so gedacht. Ich lenke ihn hier mal gar nicht ab. Oder? Bleibt wachsam, nur für den Fall. Na? So. Ausgeschaltet. Muhaha. Bleibt wachsam, nur für den Fall. Wo kommt die auf einmal her? Da waren aber eben noch keine. Darf keine Verstärkung rufen. Vielleicht ein paar. Vorsicht! Hier ist niemand. Ja, genau, hier ist doch niemand. Habt ihr verstanden? Was macht ihr für einen Stress? Aufpassen! Shit. Tja. Ab und zu schieße auch ich daneben. So. Aber eben nur ab und zu. Hier ist nichts zu sehen. Ich gehe weiter. Aha. So, komm, ich hab gehört, du wirst es zurückgehen. Ist da jemand nervös? Genau, gehen wir nachschauen, warum es da einen Alarm gibt. So. Scheiße. Jemand ist an uns dran. Machen wir lieber schnell. Wonach suche ich? Verbinde mich mit dem Computer. Ich starte dann die Suche auf dem Bunker. Welcher Computer? Ah, da hinten ist ein Computer. Ja, genau. So, schnell verbinden. Wow, sehr oldschool. Kein Wunder, dass die Cops den Club nicht klein kriegen. Clara, er ist online. Oh, shit. Oh mein Gott. Haben wir ihn auch sprengen können? Natürlich nicht. Das war mir so klar. Warum schmeißen die immer Granaten? Wenn ich... Okay, das hier wird jetzt eine klein wenig längere Folge. Weil ich möchte das jetzt nicht unbedingt in zwei Folgen splitten eigentlich. Deshalb versuche ich das jetzt im nächsten Anlauf zu machen. Clara. Ja, mein Gott. Er ist online. Ja. Die Außenrum, den holen wir uns.
gehe schon hoch. So, wie viel haben wir dann? Clara? Es funktioniert! Detroit! Pensacola! Es funktioniert! Ja, klasse! Ich stehe unter Schuss. Wie damals im Film Soldat James Ryan. Die man nur akkompaniert, klasse. Aber schnell ab. Bitte sag mir, dass wir es haben. Ist das dabei? Ist das dabei? Ist das dabei? Menschenskinder. Wir haben hier eine mittlere Nahostkrise. Jetzt kommen schon 97%. Alle Fixer töten, klasse. Sau cool. Was ist, wenn ich nicht alle töten will? Und dann? Okay. Fertig. Pony. Das Pony. Ist cool. Was Besseres ist dir nicht eingefallen, Ray? Ich lösche die Festplatte besser. Keiner sonst darf Kenny aufspielen. Löschen Sie die Festplatte. Verdammt. Hu. Hu. Ich hoffe nicht, dass ich jetzt nochmal verteidigen muss. Ich meine, die Datei hier, die... Die Folge, die ist ja... Oh mein Gott, nein. Ich kann nicht riskieren, dass er kommt. Das ist nicht denen ihr Ernst, oder? Ich weiß, schon dabei. Ich knipp sie aus. Okay, das Auto, da kann ich schon mal nicht benutzen. Das auch nicht, das ist ja alles nur noch Schrott. Das vielleicht höchstens. Nein. Das hier. So. Oh mein Gott! Alter! Was ist das für ein Auto hier? So, da vorne, rechts rum. Ich meine, eingeholt habe ich die mit der Karre ja schnell. Die müssen wir ausschalten. Das wird ein bisschen schwerer, so ein Feuerwehrbus auszuschalten. Was ich jetzt natürlich bräuchte, wären so ein paar Dampfrohre oder so. Ich würde das mal auch nicht wie bei GTA einfach rausfeuern kann, das Weg. Achtung, es gibt eine Hochgeschwindigkeitsverfolgung im laufenden Verkehr. Ein LKW ist involviert. Wir brauchen Einheiten vor Ort. Jetzt schickt sie auch noch die Polizei. Oder? Das ist ja richtig kacke. Schlägt da voll die, voll die Salve rein. Polizei in der Folge. Au! Scheiße. Das, Leute, das wird, glaube ich, nichts heute. Weil, jetzt mal ohne Witze. Wie soll ich denn hier wieder rauskommen? Alle aus dem Weg, hier ist Säcke. Ja, kann ich schon mal jemanden Dampfrohr schicken oder so? Und schon irgendwo ein Dampfrohr unter der Straße sein. Wie soll ich die? Sonst ausschalten, die Säue. Verdammte Scheiße. Verdammte Kacke. An alle, eine Hochleistungspatrouille ist auf dem Weg zu seinem Standort. Och nö. Ich klopf mal an.
Dampfrohr, irgendwas. Poller von mir aus, ich will die Polizisten loswerden. Vor allem mein Auto brennt schon gleich. Dann war es das mit der Verfolgung und wahrscheinlich mit dieser Folge. Dann haben wir ein kräftiges Problem. Dampfrohr. So, klasse. Das gibt's nicht. Ja, wie soll man den bitte ausschalten? Das ist ein Feuerwehrbus. Ja, ist er jetzt langsamer? Ah. Irgendwie in ein anderes Auto jetzt kommen. Ansonsten direkt hier gleich. Und das trotzdem Gewehr, das andere Leute bei Black Hawk Down oder anderes haben. Oh mein Gott. Aber mit dem Auto hier komme ich keinen Meter mehr weit. Das Schlimmste an der ganzen Story ist, dass ich keine normal gedeihte Kraftpumpe mehr habe. Und die Polizei ständig verstärken wollte. Und ich nicht rausrennen kann, solange die schießen. Jetzt bin ich nicht direkt tot. Bisschen zickzack. Das ist gut, dass die meisten jetzt ein Polizeiauto nachherfahren. Weil da, ja. Na Jungs, da kriegen die. Ach so, was macht auf einem Polizeiauto hinter mir? Da könnt ihr ja nicht mal durch im Auto. Schwimmen kann er glaube ich gar nicht, der Kerl. Oh Mann, das Leben ist hart. Oh Gott. Hätte ihn doch nur damals die Mutter Schwimmen beigebracht. Oh mein Gott, wir haben schon gleich 30 Minuten aufgenommen. Oh je. Das wird glaube ich eindeutig meine längste Folge. Sag mal, gibt's hier keine Straßen oder was? Wie soll ich denn hier in einem Helikopter entkommen? Ja, das ist eine Straße. Wehe, mir zählt kein Auto an. Okay, nein, das Auto. Bisschen schneller hier, schmeiß mal den Kerl flott raus. Schon, komm schon. Auf dem Weg, ihr Zivilisten. Hochleistungswagen hat die Verfolgung bereits aufgenommen. Ich hab Probleme. Was will eigentlich der Dreckspolizist da? Du brennst, Junge. Eindeutig abgehoben. So. Schalte dich aus! Geben Sie auf!
Tunnel ist immer gut beim beim Helikoptern, ja. Und da Auto, was machen die jetzt schon wieder hier? Oh, das Auto ist auch gleich kaputt. Wunderbar, ja. Das Schlimme ist, ich kann die ja nicht ausschalten. Weil er unendlich kommt. Das ist genauso wie bei GTA, so ziemlich. Ich kann aber... Na, ich kann ja schlecht über eine Stunde aufnehmen hier. Alter, was wollt ihr denn mit direkt holen? Dass ich hier auch nichts einstellen kann, wie dass wir alle Linie freigeben oder so für die eine Richtung. Halt auf mich zu rammen, ihr verfickten Arschlöcher. So, verdammte Scheiße. An alle, eine Hochleistungspatrouille ist auf dem Weg zu seinem Standort. Kleinen Hurensohn. Haben, wo ich drauf schießen kann. Ja, klasse, ist auch noch die Munition mehr. Ja, das ist ja mal richtig geil. Das ist... Eieieieiei. Was ist denn jetzt los? Wir brauchen hier einen CTOS-Zugang. Wuhu! Wieder in der Stadt. Da vorne ist das Gebiet zu Ende. Wehe, jetzt findet mich noch mal einer. Die Ampel noch auf. Ich bin entkommen. Ach du Schande. Ich glaube, diese Folge nenne ich Black Hawk Down oder Treffen in Beirut oder so. Zu viele schlechte Erinnerungen. So. Dann haben wir die Mission beendet. Dann lassen wir kurz alles Mögliche speichern hier. Speichern und sagen, das war's mit dieser Folge. Sie ist jetzt etwas länger geworden wie geplant, aber das Ganze habt ihr gesehen, den Grund dafür, und sag ich mal, haut rein, macht's gut.